Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Van 360 TV mit einem neuen Video. Heute geht es darum, dass wir uns einige Kommentare, die ihr unter die Videos gepostet habt, geschnappt haben und diese beantworten werden. Also bleibt dran! Dann lasst uns mal starten. Vielleicht einmal noch mal ganz kurz zum Videoformat an sich. Wie funktioniert es? Ich lese einen Kommentar vor und beantworte diesen dann. Wir fangen mal leicht an. Ein Kommentar hat uns erreicht zu dem Video, was wir mit Jens gedreht haben, von Jaffa. Ist der Schnurrbart von Jens echt? Wir sind der Sache mal auf den Grund gegangen und haben intensive Gespräche mit Jens geführt. Seine Antwort fiel eindeutig aus. Er hat gesagt, dass sein Schnurrbart echt ist. So läuft das Format, ne? Und wir machen noch mit einem kleinen einfachen weiter, bevor wir dann auf so ein paar technischere Themen dann auch eingehen. In unserem letzten Werkstatttagebuch haben wir über Süßstückchen gesprochen und das Wording so ein bisschen ins Norddeutsche übernommen. Uli aus dem Schwabenländle hat uns dahingehend ein wenig korrigiert. Es sind keine Süßstückchen, es sind süße Stückle. Danke dafür. Und Kuchen gehört nicht dazu. Mit dazu gehören Schneckennudeln. Also ich weiß nicht, was Schneckennudeln sind. Vielleicht, Uli, kannst du das auch nochmal drunter kommentieren. Süße Croissants, Donuts. Es gilt nicht für Kuchen oder Schokolade. Auch dafür einmal danke. Wir haben es jetzt geschnallt. Okay, dann lass uns mal weitermachen. Wir haben mal ein Video gedreht mit Dirk, der relativ viel Zeit in seinem VW T4 verbringt und uns hat da ein Kommentar erreicht. Das Schöne dabei ist halt, Videos, die wir in der Vergangenheit mal gedreht haben, die werden immer noch relativ häufig geguckt, darüber freuen wir uns sehr. Also falls ihr mal keinen Bock auf den neueren Content habt, schaut gerne mal im älteren nach, ihr findet da einiges an Videos. Und die Frage, die uns gestellt wurde von Steven, wie heißt denn die Farbe, also das Grün? Das ist der Farbcode BS285 NATO Green. Fleet United Kingdom NATO Green British Standard 285. Okay, könnt ihr euch selber raussuchen dann. Oder ihr sprecht mit eurem Lackierer, der wird damit was anfangen können. Das werden wir nie wieder machen. Karosserie-Albtraum. Sven Petersen schreibt: Grüß an euch. Ich sehe eure Beiträge meist aktuell. Ich habe einen T4, bin morgen also Montag in Rostock und habe so ein Problem, dass er an der Vorderachse Geräusche macht. Wäre es möglich, dass ihr da mal drüber schaut? Grundsätzlich ist das möglich, Steven, auf alle Fälle, nur nicht über die Kommentare. Also wir können keine Aufträge über die Kommentare abstimmen. Das Wichtigste ist und das Schönste vom Umgang für uns miteinander ist, wenn du uns eine E-Mail schreibst. Dann können wir den Auftrag entsprechend vorbereiten, ihn einplanen und dir ein Zeitfenster zur Verfügung stellen, wann du deinen Bus dann bringen kannst. So spontan funktionieren wir eher nicht. Wir haben schon immer mal die Situation, dass wir Liegenbleiber haben, den versuchen wir dann auch direkt zu helfen. Das ist aber nochmal eine andere Situation als die deinige dann. Also schreib uns bitte eine E-Mail und dann finden wir sicherlich irgendwie zueinander. Nochmal das gleiche Video. Zuschauer der ersten Stunde, Jörg, Grüße an dieser Stelle, schreibt einen Kommentar. Wir sind ja in dem Video so ein Stück weit auf die Karosseriearbeiten, die wir an dem Bus von Ronny umsetzen, eingegangen. Und die setzen wir nicht in dem Standard um, wie wir es normalerweise tun wollen würden und wie wir es auch für richtig halten. Darauf schreibt Jörg, moin Gemeinde, es geht um den verunfallten T3. Manchmal geht es halt nicht anders. Ich weiß nicht, was so eine Reparatur kostet. Wird nicht billig sein. So ein Seitenteil kostet auch richtig. Das alte rausmachen, danach den Rost entfernen, neu versiegeln, Hohlräume versiegeln, lacken, das kostet natürlich eine Menge Geld. Bei mir wächst das Geld auch nicht auf Bäumen. Heißt, man muss Abstriche machen und so weiter und so weiter. In der heutigen Zeit ist es schwer, das Geld für solche Dinge zusammenzubekommen. Ich weiß, die Banken haben genug davon. Ich weiß, dass ich an meinem T3 auch was machen muss. Auch ich komme da nicht drum rum, wenn es soweit ist, das ist meine Meinung. Aber wie immer, tolles Video, eigentlich wie alle von euch. Macht weiter so, wenn alles gut geht, schauen wir dieses Jahr wieder bei euch rein. Grüße aus dem Sauerland, Jörg. Ja, auf alle Fälle, kommt gerne vorbei, ihr seid herzlich willkommen. Wir freuen uns auch auf euren Besuch. Und uns ist das natürlich auch bewusst, dass es Geld kostet. Es ist für uns trotzdem wichtig, dass wir als Betrieb eine Abgrenzung vornehmen zu den Arbeiten, die wir umsetzen wollen und können. Einerseits stehen wir dafür in der Verantwortung als Betrieb und andererseits muss die Arbeit von uns auch mit einer gewissen Überzeugung getan werden können. Ne? Und das war eigentlich der
Hauptpunkt, den wir im letzten Video klar machen wollten, mit der Klarstellung, dass wir gesagt haben, solche Arbeiten setzen wir nicht wieder um. Sie entsprechen einfach nicht dem Anspruch, den wir an den Tag legen wollen. Und irgendwo müssen wir uns als Betrieb abgrenzen. Da draußen gibt es genügend andere Leute, Menschen, Mechaniker, Karosseriebauer, was auch immer, die dann ein bisschen flexibler unterwegs sind als wir. Kontaktiert die dann gerne an der Stelle, wenn es um so Themen geht wie mach mal irgendwie schnell was drüber. Das wollen wir nicht machen. Schüler Janne im Bulli-Praktikum. Das Video, das war vor, glaube ich, 3 oder 4 Wochen, haben wir mit unserem Schülerpraktikanten Janne ein Video gedreht. Ein sehr sympathischer junger Mann, wie ich finde. Und Janne auch nochmal an dieser Stelle, wenn du Bock hast, bei uns eine Ausbildung zu machen, dann bist du herzlich willkommen. Lass uns darüber reden. Wir wollten mal auf 2 Kommentare eingehen. Einerseits, weil ich den Namen ziemlich witzig fand. Code Schnüffler. Warum nennt man sich Code Schnüffler? Schreibt, was ein geiler Junge. Ja, das können wir nur unterstreichen, auf alle Fälle. Bianca Meyer-Mark, hallo an dieser Stelle. Sehr sympathischer junger Mann, würde gut zu euch passen. Also Arian, 2 weitere Stimmen, die sagen, dass du gut zu uns passt. Nicht Arian, Entschuldigung. Janne. Wolle hat mal ein Video gedreht, das Problem hat jeder VW T4 mit Klimaanlage. Hier die Lösung. Da geht Wolle so ein bisschen darauf ein, dass die Funktion der Klimaanlage irgendwann nicht mehr funktioniert. Aus den Lüftungsschlitzen so kleine Dinger rausgepuppelt kommen, die dann ein bisschen nerven. Und das Problem hat jeder T4. Klaus Wördehoff schreibt, top, na das ist ja mal eine Nummer. Sieht allerdings nicht so simpel aus mit der Demontage. Wäre bei meinem TDI noch etwas komplizierter wegen des Airbags. Was würdet ihr für die Überholung nehmen? Viele von euch schreiben in die Kommentare, was kostet dies, was kostet das. An dieser Stelle wollen wir gerne mal einen Preis nennen. Wenn ihr mit diese Arbeiten bei uns umsetzen lassen wollt, dann ist das relativ viel Zeit, die wir da investieren müssen, weil das Armaturenbrett dafür aus- und auch wieder eingebaut werden muss nachher, plus Ersatzteile, die notwendig sind. In Summe kostet der ganze Spaß knapp 1400 Euro. Dann schreibt User WV5X und noch ein paar weitere Zahlen und Buchstaben zum Video Pollenfilter und Luftleitbleche-Tutorial, eine Anleitung. Passt super, der 3D-Druck macht's möglich. Ihr seid besser als VW, danke. Ja, es geht natürlich runter wie Öl. Wir freuen uns auch sehr drüber, dass dir die Qualität der Produkte gefällt. Und wir versuchen da halt auch einen gewissen Standard irgendwie an den Tag zu legen und geben uns große Mühe dabei. Und zu den Luftleitblechen schreibe ich so, passt super, mal was Ordentliches, das ewig hält, danke. Ja, das sind die Luftleitbleche, die wir aus Edelstahl irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren nachgefertigt haben. Beide Artikel findet ihr bei uns im Shop. Schaut gerne mal nach, falls sie für euch auch interessant sein könnten. Zu einem unserer älteren Videos, Komplettrestaurierung VW T4 Synchro Teil 1. Da begleiten wir ja die Restaurierung des T4s von Rico und durchlaufen die einzelnen Abteilungen, die so ein Bulli dann bei einer Restaurierung bei uns durchläuft. Nico erzählt eine ganze Menge und das Abschlussvideo steht auch noch aus. Das wird irgendwann in den nächsten Wochen von uns gedreht werden. Topal 4547 schreibt, was für es kosten, mein T4 Multivan Generation komplett sanieren zu restaurieren. Also ich glaube, was du meinst, verstanden zu haben, es geht darum, was so eine Komplettrestaurierung kosten würde. Wir sind ja an der einen oder anderen Stelle auch schon mal darauf eingegangen, dass das nicht so einfach pauschal zu sagen ist. Ne? Was wir dazu halt sagen können, ist, dass wenn wir uns gemeinsam auf den Weg begeben wollen, euren Bus zu erhalten und zu restaurieren, dass die Grundlage unserer Arbeit unsere Checks sind. Ne? Das sind der Technik-Check, der Karosserie-Check und der Restaurierungs-Check. Diese Checks bilden die Grundlage, um erstmal einen Überblick in die Grundsubstanz eures Fahrzeuges zu bringen, um darauf aufbauend dann einen Reparaturplan für die Zukunft entwickeln zu können. Und so Reparaturpläne können durchaus unterschiedlich aussehen. Der ein oder andere Kunde entscheidet sich dann, ich möchte meinen Bus in der Technik reparieren lassen. Die Karosserie ist noch okay, dann will ich erstmal nichts investieren. Dann gibt es Kunden, deren Bulli im Bereich der Technik Bedarf hat und am Unterboden sind vielleicht auch schon der ein oder andere HU-Mangel zu erkennen. Dann kann man durchaus in den Bereich der Teilrestaurierung gehen. Ne? Oder
Kunden sagen dann auch wieder, ich möchte gerne alles in einer Rutsche machen lassen. Das ist prozessual und kostenseitig halt auch der effizienteste Weg, den wir auch grundsätzlich empfehlen zu gehen, wenn die Entscheidung klar ist, dass man seinen Bus langfristig erhalten möchte und in die Mobilität der Zukunft mitnehmen möchte. Da kommt es dann aber auch wieder drauf an, ne? Also der Bus wird er von uns bis auf die Rohkarosse zerlegt oder von euch? Wird er von uns dann im Anschluss wieder komplettiert oder von euch? Soll der Bulli eine chemische Entlackung durchlaufen oder nicht? Da gibt es so viele Themen, die einfach noch abzustimmen sind. Ne? Ist beispielsweise eine Generalüberholung des Motors überhaupt notwendig oder des Getriebes? Sollen alle Achsteile, die Verschleißteile im Achsbereich erneuert werden oder nicht? Was auch immer. Da sind einfach ein paar nicht so ganz einheitliche Punkte bei, die nicht pauschal über einen Kamm gekehrt werden können. Genauso die Lackierung. Die Lackierung, der eigene Kunde sagt, ich hätte gerne eine Einfarbenlackierung in Weiß, damit ich meinen Bus danach folieren kann. Dann bin ich in der Farbwahl so ein bisschen flexibler und kann diese Farbe dann im Bereich der Folierung entsprechend meiner Stimmung immer mal so ein bisschen anpassen. Das ist natürlich auch irgendwie ein cooles Vorgehen, aber sehr individuell. Dann gibt es Kunden, die sagen, ich hätte gerne zwei Farbenlackierungen. Dann gibt es Kunden, die sagen, ich hätte gerne den Innenbereich, den Motorraum und so weiter mit lackiert. Das sind alles Themen, die wir im Rahmen der Checkbesprechung, nachdem wir euch die Kostenvoranschläge dann zusenden, durchaus auch besprechen und versuchen zu berücksichtigen, um mit euch gemeinsam den bestmöglichen Weg für euch auch zu finden, aber eben auch für uns, damit wir unserem Anspruch an unsere Arbeit gerecht werden können. Aber um trotzdem irgendwie mal eine Zahl zu nennen, ne? Also wenn wir wirklich über die Komplettrestaurierung eines T4s reden und dazu gehört Fehlersuchen im Vorfeld, die komplette Zerlegung innen, außen und am Unterboden, die chemische Entlackung, die Karosseriearbeiten, die Konservierung, vorher noch die Lackierung, dann die Komplettierung, Achsteile Pulverbeschichten, alle Verschleißteile am Unterboden erneuern. Motor-Generalüberholung, weiß ich nicht, ob ich es gesagt habe, Getriebe-Generalüberholung und vielleicht dann auch noch der ein oder andere Schnickschnack, den ihr euch selber überlegt, weil ihr es geil findet, wie ein Reserveradträger hinten dran bauen, keine Ahnung, ein Klappdach drauf bauen, das sind ja alles Dinge, die da auch noch mit in die Überlegung dann einfließen, dann können wir schon sagen, dass so etwas nicht unter 50.000 Euro möglich ist. Und wenn wir bei 50.000 Euro sind, dann reden wir da über einen mittelmäßig bis guten Bus von der Substanz her. Und ich bin an der Stelle vielleicht auch ein bisschen konservativer, was die Zahl angeht, um einfach ja, vielleicht an der Stelle ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass so viel Arbeit, so viel Zeit erfordert, und einfach lange dauert, viel handwerkliches Geschick benötigt und das auch entsprechend kostet. Ja, ich hoffe, da irgendwie eine Richtung mal mitgeben gekommen zu haben jetzt an dieser Stelle. Nach oben ist es natürlich offen. Wir haben Projekte gemacht bei guten Bussen, die haben 50 bis 60 gekostet in der Komplettrestaurierung. Ne? Es gibt aber auch Busse, die sind vom Zustand her wirklich schlecht gewesen, sollten trotzdem erhalten werden, was wir absolut sinnvoll finden, weil die Basis, die Grundsubstanz ja da ist. Da sind wir auch bei 90.000 gelandet und teilweise auch sechsstellig schon gelandet. Ne? Aber wie gesagt, das hängt immer ganz davon ab, was wollt ihr alles. Und ich zähle es jetzt nicht nochmal auf. Spult einfach zurück, da zähle ich es nochmal auf. Okay, wir machen mal weiter. Jens und sein Multifunktionsbulli mit Extras war das Video. Und Tusculum schreibt, 90% vom Video wurde gelacht. Und der gute Jens ist wohl nicht so ordentlich. Ob sich das auf seine Arbeitsweise auswirkt? Brigitte Müller schreibt darauf, das Genie beherrscht das Chaos. Und Tim Gorge schreibt, dass viele Lachen nennt man gutes Arbeitsklima und ob er unordentlich ist, kann dem Arbeitgeber komplett egal sein. Nur weil man unordentlich ist, heißt das nicht, dass man unorganisiert arbeitet. Das ist durchaus eine Differenzierung, die ich so unterschreiben würde und möchte dafür Jens an der Stelle eine kleine Lanze brechen. Jens ist sehr ordentlich, macht alles, was er bei uns macht, sehr gewissenhaft, mit einem hohen Anspruch an sich selbst. Und ich glaube, es wäre nicht richtig, aus seinem Bulli
abzuleiten, wie er arbeitet oder wie er nicht arbeitet. Ich glaube, das ist einfach eine Logikkette, der man an der Stelle schwer folgen kann. Und ja, dass viele lachen, das ist schon auch eher gutes Arbeitsklima bei uns. Ne? Und an der Stelle kann man ja mal aufmachen, man kann ja einfach mal sich überlegen, wie es wäre, ich komme morgens zur Arbeit, weiß, ich habe 8 Stunden zu arbeiten und erledige meine Aufgaben, ohne mit meinen Kollegen zu interagieren, ohne zu lachen, ohne mal ein Späßchen zu machen, ohne in der Küche mal bei einem Kaffee ein Thema zu erörtern, einfach nur für mich vor mich hin arbeite und das vielleicht 40 Jahre, 45 Jahre meines Lebens. Ja, kann jeder selbst überlegen, ob er das möchte oder lieber ein bisschen lachen. Ne? Meine Position an der Stelle ist klar. So, dann haben wir einen Kommentar von Huberto Schaper aus Norwegen. Hallo Wendt 360, schön, dass ihr wieder da seid. Das war lange her, aber okay, oft ist das mal so. Und desto mehr können wir uns über Neuigkeiten freuen. Viele neue Dinge und Pläne. Ich freue mich über das nächste Video. Gratuliere mit den 10.000 Abonnenten. Herzliche Grüße, Hubertus. Ja, wir freuen uns auch sehr über diese 10.000 Abonnenten. Und vielen Dank an alle Unterstützer, die uns bis hierhin die Stange gehalten haben. Wir freuen uns darüber sehr. Und hoffen, ihr macht das auch weiterhin und es kommt vielleicht noch der ein oder andere Abonnent dazu. Und wer es vielleicht mitbekommen hat, gestern lief um 21.15 Uhr auf D-Max eine Serie, die nennt sich die Camperschmiede. Und wir sind dort eine von 4 Werkstätten, die im Alltag begleitet worden sind. Insgesamt werden 8 Folgen ausgestrahlt. Es ist die erste Staffel, es ist ein komplett neues Format. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wer es gesehen hat. Einfach mal die Hand heben. Und könnt auch gerne mal schreiben, wie ihr es gefunden habt. Und 7 weitere Folgen werden dann noch ausgestrahlt werden. Für uns war das eine relativ spannende Erfahrung. Wir haben an sowas noch nie teilgenommen. Und es war eine gute Erfahrung, weil wir in unserem Alltag doch nicht so behindert worden sind, wie wir es vielleicht ursprünglich dachten. Und dass die Aufnahmen, die entstanden sind, auch wirklich authentisch waren. Ne? Also was jetzt final nachher rausgekommen ist, das haben wir jetzt in der ersten Folge das erste Mal gesehen. Wir kennen die Serie nicht, wir gucken sie genauso das erste Mal. Da wird sicherlich auch das eine oder andere ein bisschen zusammengeschnitten sein. Aber vom ganzen Werdegang her fanden wir das sehr angenehm in der Zusammenarbeit mit dem Kamerateam, was dann vor Ort war. Danke dafür an dieser Stelle einmal. Und bevor wir dann jetzt gleich einmal auf die LED-Fragen noch eingehen, da würde ich nämlich meinen Kollegen Till einmal dazu bitten, mit dem ich das dann gemeinsam machen möchte, haben wir nochmal uns ein Thema oder ein Thema rausgesucht. Wir haben vor knapp 1,5 Monaten eine Bewertung von 1 Stern auf Google bekommen. Und da möchte ich gerne einmal kurz drauf eingehen, weil wir ja durchaus auch ja, in die Selbstreflexion gehen wollen und Dinge dann auch, die mal nicht so positiv waren, kommunizieren wollen, weil es einfach dazugehört. Ne? Also ist ja nie alles immer geil. Würde mich wundern, wenn das irgendwo so ist. Und zwar, meine Erfahrung als Kunde war äußerst enttäuschend. Ich vergebe lediglich 1 Stern für den Check, der größtenteils gut durchgeführt wurde. Obwohl nicht alle Roststellen gefunden wurden und keine Hohlraumprüfung erfolgte. Die restliche Abwicklung war jedoch eine Qual. Insbesondere die mangelhafte Kommunikation und die Unzuverlässigkeit beim Einhalten von Terminen. Es dauerte fast 1,5 Jahr, bis ich überhaupt eine Antwort erhielt, was zu unnötigen Komplikationen führte. Die Antworten waren oft stark verspätet und das Auftreten war teilweise arrogant. Mein Fahrzeug wurde während des Checks herabgesetzt. Die Krönung war der Kostenvoranschlag, der völlig überhöht war und fragwürdige Kostenpunkte enthielt. Erstmal danke für das Feedback an dieser Stelle und auch einmal ein großes Sorry dafür, dass es halt so lange gedauert hat und dass wir in der Kommunikation nicht ganz den Ansprüchen gerecht werden konnten. Also nicht ganz ist vielleicht ganz nett ausgedrückt, also wir sind einfach den Ansprüchen nicht gerecht geworden. Das hätten wir uns auch anders gewünscht und wir sehen es auch absolut ein, dass die Bearbeitungszeit zu lange war. Ne? Ich möchte auch nicht irgendwie den Umzug als Ausrede irgendwie jetzt anführen, aber
Wir arbeiten an uns. Ne? Wir sind jetzt beispielsweise dabei, dass wir die Checks schneller schreiben. Wir haben bisher in unsere E-Mails immer reingeschrieben, dass die Erstellung 8 bis 12 Wochen dauert. Wir arbeiten daran, dass wir bei 6 bis 8 Wochen landen, dann 4 bis 6 Wochen landen und mal gucken, ob wir auch 2 bis 4 Wochen danach erreichen, um da einfach eine schnellere Iteration nach dem Check auch mit euch zu eurem Bulli dann in der Kommunikation hinzubekommen. Es ist ein Weg für uns, aber wir stellen uns gerne der Herausforderung und versuchen, das hinzubekommen. Und an dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön an Arian und Lia, die da federführend gerade unterwegs sind und ganz viel Energie reinschieben. Dass der Check größtenteils gut durchgeführt würde. Wir freuen uns darüber, dass du auch nur einen positiven Aspekt hast finden können. Das ist nämlich auch der Fall. Also wir geben uns da große Mühe. Und die Erstellung dauert halt auch deshalb so lange, weil wir so detailliert unterwegs sind, ne? Und schreiben ja wirklich allen möglichen Kleinkram auf, immer aus der Perspektive heraus, was denn notwendig, um den Bus ein zweites Mal zu bauen. Das ist vielleicht auch einfach nochmal wichtig, dass einfach ein anderes Vorgehen, als es auch andere Werkstätten an den Tag legen, ne? Bei denen es wirklich um klassische Reparaturen oder akute Reparaturen dann geht, oder vielleicht auch eher geht als bei uns. Wir verfolgen einen anderen Fokus. Wir funktionieren da einfach ein bisschen anders. Und wir hoffen da natürlich auch auf ein gewisses Verständnis, dass das bei uns so ist und dass es etwas mehr Zeit braucht als in anderen Werkstätten. Es sollte nicht zu lange dauern, aber bitte habt da ein bisschen Geduld mit uns. Ja, wo ich mich ehrlich gesagt ein bisschen abgrenzen möchte, ist, dass das Auftreten arrogant war. Das weiß ich nicht, passt irgendwie nicht so zu uns, fühlt sich auch ein bisschen fremd an, aber wir respektieren da auf alle Fälle deine Wahrnehmung und es war nicht unsere Absicht, so aufzutreten. Ne? Wir versuchen eigentlich offen und zugänglich zu sein und signalisieren das auch jedem, der irgendwo hier ist. Und mein Fahrzeug wurde während des Checks herabgesetzt. Das machen wir nicht. Wir setzen keine Fahrzeuge während des Checks herab. Was wir machen, ist halt schon klar zu kommunizieren, wie gut oder wie schlecht ist der Bulli da nachher. Aber dazu kommt ihr ja auch her. Ne? Ihr kommt ja nicht her, um von uns zu hören, wenn ihr einen schlechten Bulli habt, oh, habt ihr einen schönen Bulli. Das würde ja irgendwie so ein bisschen am Ziel vorbeigehen. Und das würde auch komplett die Planungsgrundlage torpedieren für das, was vielleicht alles da in der Zukunft dann an Arbeiten noch folgen soll, damit ihr den Bulli erhalten könnt. Und wenn der Bulli in einem schlechten Zustand ist, dann versuchen wir auch eher mit etwas Fingerspitzengefühl unterwegs zu sein und signalisieren, okay, der Zustand ist eher, geht so, ne? Da muss jetzt langsam mal was gemacht werden, aber auch das müssen wir ja klar kommunizieren. Ne? Es macht halt dann auch keinen Sinn, da irgendwie mit der Wahrheit hinter Berg zu halten. Was wir durchaus können, wenn euer Bulli in einem super Zustand ist, dass wir sagen können, euer Bulli ist in einem super Zustand, ne? Wenn das dann tatsächlich der Fall ist. Deswegen, wir wollten den Bulli nicht herabsetzen, definitiv nicht. Das wollen wir bei gar keinem Bulli machen. Aber wir sind vielleicht klar gewesen in der Wahrnehmung dessen, was uns aufgefallen ist. Und ich würde halt auch gerne einfach nochmal diesen Kommentar vielleicht auch nutzen, um darauf hinzuweisen, dass ihr uns auf Google gerne jederzeit bewerten könnt. Wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen, also wenn ihr zu uns gekommen seid und euch wohlgefühlt habt, bei uns gut aufgehoben gefühlt habt, die Reparatur gut gelungen ist, dass auch solche Themen dann einfach kommuniziert werden. Weil ich glaube, es ist schon so, wenn man eine Unzufriedenheit mit sich herumdreht, die durchaus berechtigt ist, dass man dann eher einen Kommentar oder eine Bewertung schreibt, als in Momenten, wenn man wirklich zufrieden ist. Ne? Weil das Thema ist dann positiv abgehakt. Und wir würden uns trotzdem freuen, wenn ihr die Energie aufbringt, wie beispielsweise Kerstin, die ja auch zum Check hier war mit ihrem Bulli und mit der wir gerade in der Abstimmung sind, zum weiteren Vorgehen. Da kristallisiert sich gerade so ein bisschen der Fokus in Richtung des Dachrahmens heraus. Der Negativkommentar, den ich vorgelesen hatte, der war vor knapp 1,5 Monaten, hatte ich gesagt, und der von Kerstin ist von vor 3 Monaten. Tolle Crew, arbeiten unheimlich gründlich und erklären am Auto, was sie gefunden haben. Einfach klasse. das versuchen wir auf alle Fälle hinzukriegen. Andi hat vor 3 Monaten einfach mal 5 Sterne dagelassen und Kai war mal zu Besuch. Krass, was dort umgesetzt und an Projekten realisiert wird, auch in welcher Qualität, das ist schwer beeindruckend. Danke dafür. Also es gibt auch andere. schaut da gerne mal in die Kommentare, bei Google in die Bewertung rein und lasst uns gerne auch positive Dinge da. Und wir gehen jetzt zum Ende des Videos nochmal auf die LEDs ein und dazu springen wir jetzt einmal zu dem T3, den wir restauriert haben und meinem Kollegen Till. Hey Till. Hallo. Danke für die Zeit. Gerne. Wir gehen jetzt nochmal gemeinsam auf einen Kommentar ein zu den LED-Leuchten. Ja.
Die LED-Leuchten, die gibt es auch jetzt in den nächsten Tagen bei uns im Shop zu bestellen. Schaut da gerne mal rein. Und wir überlegen euch, und wir überlegen uns für euch noch so ein kleines Heimwerker-Kit, was ihr selber verbauen könnt, bestehend aus LED, Pollenfilter und vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen, das Windgeräuschepaket wird es demnächst auch wieder geben. Alles drei Dinge, die ihr schön zu Hause in eurem Carport oder vor eurem Haus oder irgendwo im Grün, wenn ihr Bock habt, im Wald zu schrauben, schön in Ruhe umsetzen könnt. Aber jetzt erstmal LEDs. Wolfgang Lampe schreibt, gibt es die LED-Birnen auch bald für eckige Scheinwerfer? Und Jan Wolf schreibt dann, gibt es schon. Ne? Und ja, gibt es auch schon. Hat er recht. Genau. Da hat recht, genau. Und wir können das einmal zeigen. Ja, soll ich das Licht mal bedienen? T3 mit eckigen Scheinwerfern, ja. Kannst du gerne machen. So, ich mache jetzt Standlicht einmal an. Einmal Standlicht. Genau, das Standlicht, das ist noch eine normale Halogenbirne. Jo. Da gibt es auch keine LED zugelassene. Okay. Und dann das Abblendlicht. Jetzt sehen wir, da ist die H4 LED von Philips drin, die auch zugelassen ist für die T3, die auch H-Kennzeichen-konform ist. Mhm. Also auch mit dem Oldtimer hat man da keine Probleme. Geil. Genau. Und dann kannst du einmal noch das Fernlicht anmachen. Und hier ist ja der Fernlichtscheinwerfer, der Zusatz, und der ist eine H3 drin. Für die gibt es leider bisher auch noch keine LED-zugelassenen. Nur für tatsächlich den großen von den eckigen. Abend- und Fernlicht kombiniert. Geil. Also das bedeutet, funktioniert für rund und für eckig. Ja. Und eckig haben wir erklärt. Genau. Danke, Till. Gerne. Dann haut rein und schaltet wieder ein, abonniert unseren Kanal, kommentiert fleißig und schaltet regelmäßig auf D-Max ein. Wenn ihr genügend Einschaltquote macht, gibt es eine zweite Staffel. Ciao. Tschüss.